So, ja. Ach ja, genau, was soll ich sagen? Lukas, das mit der Kunstgalerie im Payday 2, das können wir noch nicht durchführen. Dafür bräuchten wir mehr ECP. Heißen die ECPMs? ECM. ECMs? Die Pager unterdrücken. Weil ich hab's mir überlegt. Eigentlich wäre es gar nicht mal so schlecht. Du setzt deine ECMs. Mike und ich gehen durch, töten alle Wachen. Das Problem ist bloß, die Pager gehen ja trotzdem, sobald deine ECMs aus sind, nach 10 Sekunden los. Das heißt, wir haben 1 Minute und 10 Sekunden. Genau, und es reicht dafür nicht, weil wir auch noch nicht mal die Kreissäge haben. Wenn wir schon die Kreissäge hätten, könnten Du wir es brauchst eventuell keine schaffen. Kreissäge. Aber die Kreissäge ist besser, weil es schneller geht. Achtung, Mike, Mike. Ja, ich komme. Weil wenn wir die Kreissäge hätten, würde Mike das Zeug aufsägen, wir beide würden die Bilder sofort rausschaffen. Aber ich sag mal so, wir bräuchten. Lukas, marschieren wir mal schnell nach oben, nach Hainaut. Also nach in die Niederlande, oder? Ablehnen. Ich möchte von Ich will dir. nämlich die Armee da besiegen. Reparationen Hast du das den einen, das den zweiten Link angeschaut, den ich dir geschickt hatte? Hatte ich noch keine Zeit für, ich war auf der Arbeit vorhin. Wer ist denn das jetzt? Das ist Orkney. Hä? Warum landet Orkney dort? Das Orkney, was soll das? Orkney. Orkney, lege ich gleich übers Knie. Ja, ich hab schon. Oberlausitz, wer ist eigentlich Kaiser? Graubünden. Ich bin mit dem Kaiser im Krieg. Ich habe mir gedacht, ach Kaiser, komm doch her, ich zeig dir jetzt mal, was ein richtiger Hase ist. Und dann hat er gesagt, ey Alter, das ist ein richtiger Hase, den hole ich mir und hab mir den Krieg erklärt. Und jetzt tun wir ihn gerade kaputt machen, den Kaiser. True Story, Bro. Wo ist denn das Kaff überhaupt? Das ist Österreich. So? Ich glaub, die haben schon Nein, Österreich Kanonen. ist es nicht. Das ist Graubünden. Kärntner, Lienz, Südtirol, Welsbrixen, und Graubünden. Ich werde gedacht, dass Also. Graubünden mit dem Graubünden ist, aber. Nun gut. Nein! Hat immer jemand von euch Truppen zu viel? Leider Krieg. nicht. Sehr verlustreicher Krieg auch bei Vor allem uns. Neptun, ich glaube, ich könnte dich auch nicht gerade so gut unterstützen. Wobei, meine Schiffe dürften bis nach unten fahren können, wenn Lukas mir. Nein, ich mag Lukas sein Land nicht. Ich weiß bloß nicht warum. Gut, hat jemand Geld zu viel? Wie viel? Ich habe gerade mein Geld auf 0 Dukaten reduziert. Wie viel willst du? Wie viel brauchst du? 245. Okay. Gibt's als Beziehungsverbesserung? Wie viel plus Gut. macht ihr im Monat? Im Moment 5, danke. Wie viel du, Nandi? 12,83. Lukas? 10. Okay, ich sag's euch nicht. Mike sagt Wir können 20. nachschauen. Das ist krass viel. Ja, Mike hat sehr wertvolle Provinzen sich unter den Nagel gerissen. Er hat auch überhaupt nicht aggressiv expandiert. Habe ich ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Normalerweise bin ich Du hast ja den aggressiver. Stabilitätskostenmodifikator als Tradition genommen. Was? Habe ich nicht. Nein. Doch, bei Stimmt mir nicht. steht Fränkisches Imperium Tradition, Stabilitätskostenmodifikator minus 20%, Auswirkung aggressive Expansion minus 20%. Erfüllungsgeschwindigkeit der Mannsteiger plus 15%, Infanteriekampffertigkeit plus 15%. 254 oder ein Tempel in Wollt ihr Riga. mich verarschen? Nee! Ich hab meine Idee schon wieder versucht zu versauen. Ich bin so gut da drin. Ja, das bist du, Mike. True Echt, da kann mir Story, keiner Bro. was. Okay. Andi, du würdest nicht zufällig mal Frieden mit Stade schließen, oder? Wieso sollte ich? Weil die in meinem Land stehen. Mit 2000 Mann und belagern, bei 21% sind. Auch weil du es gerade eben sagst. Nee, ich kann sie noch nicht annektieren. Ich muss erst den Kaiser noch ein bisschen kaputt hauen. Aber, habe ich bei dir Durchmarschrecht? Sind wir verbündet? Gib mir aber bitte Durchmarschrecht. Dann durch, sobald ich mit meiner Belagerung oben fertig bin, marschiere ich direkt drauf und Okay. töte den ihre 2000. Ist es ein Deal? Ja, okay. Hört sich zwar sehr seltsam an, aber okay. Hä, wieso soll ich die nicht? Okay, oder Lukas macht das mit seinen 7000 Mann. Okay, wenn du mich nicht brauchst, dann sag's doch gleich, Arschloch. Ja, ich habe Was damit waren nicht das? Waren die gerechnet, dass Lukas da Beduinen? doch Truppen hat. Das sah so aus, als hätte Lukas keine Truppen mehr. Oh, Linz und Provost steht mit 9000 Mann in meinem Land. Naja, egal. Dann kümmere ich mich Lukas, darum. hast du eigentlich keine Generäle? Doch. Wieso benutzt du sie dann nicht? War nur mein Ich will nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, Lukas, seine Armee wird vernichtet werden. Nein, nee, er hat Unterstützungstruppen.
Ja und? Das ist mein, ich interessiert meine. Eigentlich mich nicht. Alter, schon wieder mein Thronfolger. Warum will mein Thronfolger ständig sterben? Ich will nicht mehr leben. Der will schon auf deinem Thron sein, wo es in einer Kalamare-Union, wo es keine Kalamari gibt. Wir haben Kalamari, die besten der Welt, verdammte Scheiße doch mal. Das ist unsichtbar. Echt so. Aber sie schmecken so gut. Du schmeckst so gut. Sie schmeckt mit allem, was du dir vorstellst. Außer noch Hummer. Ja, außer noch Hummer. Das geht nicht. Ich hab deren Armee besiegt, die zieht sich jetzt zurück. Na gut. Mal gucken, ob wir noch Kriegsreparationen rauskriegen und dann war's das hier. Weißt du, ich könnte sogar schon Frieden mit Luxemburg schließen, aber ich will noch nicht. Wer will schon Frieden auf dieser Welt? Außer ich. Ein bisschen Frieden. Ich muss irgendwie den Kaiser rauskriegen, also den St. Pisa gibt, glaube ich, steigt die Kriegsscore ziemlich hoch. Wobei der Kaiser halt echt platt ist. Lukas, lieber ein Prinzenboss tatsächlich nicht belagern. Du kannst dich tatsächlich eher um Orleans kümmern. Wenn du es möchtest. Gut, das muss ich jetzt einfach machen. Egal, ob ich noch im Krieg bin. Ja, wie lange dauert denn die Kulturkonvertierung noch? Oder? 2 Jahre. Was ist, Lukas? Ich meine, Mike, der muss natürlich mal den Biscaya dann später helfen, mit dem ja. Alten Verbünden. Ja, ist nicht wirklich schwierig. Mach ich. Warum? Wenn du vielleicht deine Unabhängigkeit von Toulouse wegnimmst, mach ich das. Na, bestimmt. Warum? Ich krieg Toulouse was wahrscheinlich kostenlos, also dann kann ich das dann später schenken dann. Okay, gut. Weil okay. Die Franzosen in Jerusalem am stärksten vertreten waren. Wenn du das machst, ist das okay. Weil ich könnte die nicht zum Vasallen machen. Und warum Kosmopolitan? Vorschlagen. Weil das die primäre französische Kultur ist. Weil die über 40 Grundsteuer bei mir haben. Haben die? Was? Nee, haben sie nicht. Warte, stimmt gar nicht. Ich habe einfach nur im Vergleich zu mir voll viel. Ich meine, ich hätte eine israelische gefunden, genommen, aber da gab es keine jetzt hier bei der normalen Auswahl, die gibt es nur bei der Mod. Ach, Neptun. Ja, kann ich doch nichts dafür! Doch. Ja, sag mal! Oh. Wo haben die denn die Schiffe her? Ach, das sind gar nicht die. Halt! Halt! Halt, stopp! Mach nochmal zurück! Düt! So, es sind schon mal 2000 Mann weniger. Ich will einen Dings mitnehmen. Era Bonaparte, sehr schön. So muss die Balearen sind gelandet. Was verpissen die sich, die Arschlöcher? Aber verdammt, ich muss ja auch noch im Norden einmarschieren. Kommt man hier überhaupt zu irgendwas? Mann! Wobei, das ist ein Ärmlandsproblem eigentlich gerade eben. Also interessiert es mich relativ wenig. Du interessierst mich relativ wenig. Boah, alter Neptun, musst du immer so aggressiv sein? Ja! Weil ich jetzt schon wieder was vergessen habe. Du bist schuld. Deine Mutter ist schuld. Die auch. Aber die kann wenigstens nichts dafür. So. Naja, belagern wir das noch ein bisschen. Mal schauen, was wir hier aus dem Krieg rausschlagen können. Vielleicht mit Kalmari. Kalamari, Kalamari, will ich haben, ich hab Hunger. The fuck? Hab ich das jetzt nicht gemeint? Lauf, piept, lauft! Oh mein Gott, 4000 gegen 14.000. Das ist wie damals in Stalingrad. Nur ohne Stahl. Mike. So schlecht! Da kommt die 6. Armee! Gott sei Dank ist es ja die 7. Armee. Oh, die haben die instant den Feind getötet. Und auf zum nächsten Feind, tötet den auch instant. Ich will einen Multikill. Ultra Kill. Aber mit ihren 3-Sterne-General können wir es schwer ran. Ach ja, nebenbei, ich bin jetzt im Pedia. Ich kann jetzt 2 Arzttaschen haben und ich kann Kopfschump dominieren. Was kannst du dominieren? Fuck! Ich kann Polizisten niederknien lassen. Und die sich selbst verbinden würden. Ja. Dann können die für mich arbeiten. Was? Ist ja cool. Die knien vor dir nieder und sagen: Oh, Lukas, du bist unser Gott. Jupp. Ich will für dich arbeiten. Bei dir verdient man besser, habe ich gehört.
Nur das Problem ist, das dauert noch ein bisschen. Ich muss nur hochskillen. Recht schnell verdrücken halt. Naja, ich mach mir erst Sorgen, wenn Lukas den Namen Eisensuchsucker bekommt. Dann mach ich mir echt Sorgen. Erst dann. Ja. Welchen Namen? Eisensuchsucker. Okay. Es ist der stärkste Charakter aus Bleach, der ein Bösewicht ist, den sie geschafft haben zu versiegeln. Und den haben sie jetzt rausgeholt, um Soul Society zu verteidigen. Und der sitzt jetzt mitten auf einem Stuhl, mitten auf dem Schlachtfeld. Und hat einfach Viecher, wo die Captains der Gotai Probleme gegen hatten, hat einfach mit seinem Rayasu zerquetscht. Sag mir, was da bei Steam geschrieben wird. Lass mal was probieren. Ich muss gerade was schauen. Ich möchte das hier erstmal haben. So. Moment, ich muss mal hier in den Chat reinschreiben. Weil hier unten lockt eine 7er Provinz, die hätte ich natürlich gerne. Das ist jetzt halt ohne Apostrophe. Wenn du es so eingeben würdest in Google, würdest du ihn finden. Und wenn nicht, ist Google scheiße. Google. Neptun, wusstest du, dass es einen Lied namens Buja gibt? Das war's da nicht! Oh, einer! Yes! Mit Stress oder was? Wenn du jetzt so fragst, ja. Zinsen minus 1. Ist natürlich interessant, ne? Heiliger Krieg 47. Ja, dann sammeln wir noch ein bisschen Papsteinfluss. Schön. Der Kaiser Danach fällt, er macht alles nieder, der Kaiser fällt, nichts kann ihm widerstehen. Da oben sind noch mehr Feinde. Es sind überall Feinde! Feinde! Ich krieg euch, ja. Versinket in den Fluten, ihr Schweine! Und nehmt eure billigen Fusel mit. So, und jetzt zu euch da, ihr Drecksbrut. Wenn ich euch schon wieder sehe. Okay, Andi, schau meinen Profilnamen. Auf deinem Profilnamen? Der Profilnamen? Oh, verdammt! EC Eisensuchsucker. Solange du kein Bild raussuchst, glaube ich dir nicht. Ach, ficken! Und nimm das EC davor weg, du bist Mitglied des Spartaner-Clans, Lukas. Wenn der EC-Clan mehr bedeutet, dann verlass unsere Gruppe! Okay. So, fort! Nee, jetzt aber mal. Woher kommt denn das EC, Lukas? Ja, von Dota. Da ist ein Dota-Clan drin. Ah. Nein. Das wäre voll fies. Nun ja, wir sollten mit diesem Dota-Clan Das ist Sparta machen, hab ich da gehört, Mike? Ja, finde ich auch. Habe ich auch gehört. Andi? Ja? Kannst du mal Toulouse einen Frieden anbieten? Pff, nö. Bitte! Warum sollte ich? Weil du eh nicht angreifen kannst und keine Vassalierung wahrscheinlich anbieten, wenn du mit dem Frieden machst. Komm schon, wenigstens ein Schiff erobern. Wenigstens eins! Hallo? Ne, die wollen nicht mal einen weißen Frieden haben. Und Prestige gebe ich denen garantiert nicht dafür. Okay. Außerdem ist das für dich auch negativ, wenn die mehr Prestige bekommen. Die werden den Krieg verlieren. Der Kaiser ist vollkommen besetzt. Bald marschieren wir in Pisa ein. Alter, du marschierst gleich mal komplett durchs Reich durch. Ja. Ich tue gerade eben das Reich überrollen. Das haben die Schweden im 30-jährigen Krieg auch gemacht. Ja, ist wohl wahr. Bis dann deren General gestorben ist. Ja. Bis dann. Rest in naja, Peace, mein eigentlich Bruder. Eigentlich lag es daran, dass Wallenstein den schwedischen König geschlagen hat. Da war dann die Glückssträhne weg. Das war der beste General des Heiligen Römischen Reiches. Bloß scheiße, dass der Kerl halt irgendwie, wie heißt's, unbedingt die Macht an sich reißen wollte. Und deswegen mussten sie ihn dann ständig als General wieder entfernen.
mein Aufstand in Starte. Wie können Sie es wagen? Echt so. Ich habe euch so viele Freiheiten gegeben, wie Sklaverei und Unzucht. Und Sklaverei. Nicht zu vergessen, Unzucht. Aber sonst ist alles gut, ne? In meinem Gehirn ist alles gut. Ja, du musst dir vorstellen, ein Affe mit zwei Schellen in der Hand, der die ganze Zeit Saltus macht und den Schellenklatsch. Ja, ja. Ich verstehe. Der Affe rennt, er macht alles nieder. Der Affe rennt, nichts kann ihm widerstehen. Der Affe rennt, er singt seine Lieder. Wisst ihr, irgendwie kommt es mir so vor, wie wenn trotzdem das Spiel eigentlich relativ schnell gehen würde, aber geht es eigentlich total langsam. Weil wir auf Level 2 sind. Oh! Neptun! Weißt du, der Kerl tut sich die ganze Zeit die Geschwindigkeit so anpassen, wie er sie braucht, ne? Ja, das haben wir vorhin gebraucht wegen dem Kriegserklärung. Ich habe gerade gedacht, sie hätten mich zum Kaiser gewählt. Erstmals habe ich das tatsächlich gedacht. Da war ich, wollte ich gerade irgendwas raushauen, da habe ich mir gedacht, scheiße, das ist ja doch gar nicht wahr. Nizza ist Kaiser. Ja, das ist noch ein schwächerer Kaiser. Wir haben in diesem Spiel ein Wahlverhalten. Wie bei uns in der Bundesrepublik. Naja. Oh. Mike, hast du noch mal ein bisschen Kohle? Wie viel denn diesmal? Ach, noch mal so um den Dreh. Wie sieht es an? Wie viel denn diesmal? Weil dann kann ich das eine Darlehen ausgleichen. Nizza, scheiß auf dich mit deiner unrechtmäßigen Forderung. Fick den Krieg doch. Überleben. Erklär mir doch den Krieg. Wahrscheinlich tun sie es nicht wirklich. Wisst ihr, was das Geile ist? Stade würde mir sau viele andere Provinzen geben, auch die vom Kaiser Linz. Die ganze Nation Linz würden sie mir geben. Hauptsache, sie werden selbst dann annektiert. Hm. Danke. Das ist das von den Drehungen. Wolltest du mal selber geben? Ja. Ist ja auch, war ja auch gemeint. Ja. Dann muss ich nämlich erstmal gerade noch die zwei Darlehen zurücknehmen, die ich aus Versehen aufgenommen habe. Und dann. Oh, Darlehen. Aus Versehen vor allem, ne? Ja, den einen, mit dem einen habe ich nicht gerechnet, der kam etwas plötzlich, beziehungsweise ich dachte, dass ich den Krieg schneller rumkriege und der zweite, der kam eben ran, da dachte ich, frage ich doch, sicher, sagen wir nochmal. So. Gut. Das ist dann die Armee von Jerusalem. Ich mach mal kurz Pause, denn ich muss mal schauen, wer, wo ist denn Krein? Sagt, wer ist denn das? Das bist du. Ne, das gibt Kriegsgur, wenn du bis jetzt bleibst. Okay, wir können weitermachen. Ne, mir fehlen hier irgendwie Truppen. Und da sind hier bei den Söldner welche drin. Nee. Hä? Ah, nee. Hä? Ah. Meine Logik muss man auch erstmal verstehen. Nein. Ich tu's. Ah, Graubünden. Nur mal so als Frage, wenn ich Graubünden aus dem Krieg raushaus und dann auch alle Verbündeten von Graubünden weg. Also vom Kaiser. Ich weiß nicht, weil sie ja Kaiser. Ich versuch's einfach mal. Das stimmt, aber denke nicht. Nee, sie sind ja nicht mehr Kaiser. Die sind sie schon die ganze Zeit, nehmen, aber nee, ihre Verbündeten sind noch drin. Okay, ich schließe jetzt in Frieden mit. Stade, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Nee, die wollen sich dann annektieren lassen. Okay, dann machen wir es anders. Ah. Komm schon, jetzt beiseite diese scheiß Provinz hier. Dass dieser Dreckskrieg endlich mal ein Ende hat, den ich eigentlich gar nicht wollte. Also den wollte ich wirklich nicht. Ein Krieg, den du nicht wolltest, gibt's denn überhaupt? Zeit mit Kriegsoperation so. Eigentlich hatte ich mir den als Verbündeten geholt, als Pufferzone nach Westen. Naja. Grundsteuer 78, aber ganz wenig fehlt mir. Gut, gucken wir mal, was wir rauskriegen aus dem Saftladen. 78 für 52, mir fehlt minimal was. Ja. Am Aufrüsten. Ich habe irgendeine Kultur gerade verloren, die ich nicht mehr akzeptiere. Ach, normannisch. Irgendeine Kultur, die ich nicht mehr akzeptiere. Jede Kultur! Oh nein, ein neuer rechtmäßiger Erbe 114 mit einem Schwachanspruch erscheint. Ja, meine Freunde, das war's dann wahrscheinlich für mich in dieser Runde. Ach du Scheiße. Was machst du eigentlich? Jetzt sehe ich aus wie ein halbes Kingdom.